Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier am Arsch. Ich fahre jetzt den Traktor, den LKW zum Hof und lade mal da den Tabak ab. Unserem Lager, und dann werden wir gleich sehen, dass wir hier den Flugmeister aktivieren, ne? Also herfahren. Und gleich mal die anderen kommen auch nicht klar, aber würde ich mal nicht sofort machen. Kontrollieren wir gleich. Ja, wir fahren dann gleich hier flügen und dann sehen wir weiter. Ja, das ist Folge Nummer 5 heute und dann habe ich es nach weiteren Folgen dann auch geschafft. Ich spiele gerne am Stück und morgen steht an Bearbeiten und Hochladen. Also wenn ihr Fragen und Anregungen habt, ich kann immer meistens nach 7 Folgen immer reagieren. Das hieße für die Touring-Karte mal bis Freitag habe ich fertig und für die Marsch bis Sonntag. Ja, also da kann ich dann frühestens immer Samstag reagieren. Bei Thüringen in dem Sinne am Freitag im Livestream. So. Kippen mal ab, dann haben wir mal immer den LKW frei. Und gleich mal um die anderen beiden kümmern, um die Fehlermeldung oder um die Meldung Achtung pro Blocking, die werden entladen. Also von daher sollte das eigentlich funktionieren, aber wir müssen die flügen. Flügen ist wichtig. Sobald wir geflügt haben, können wir da entsprechend. Später die Aussaat und vorantreiben, ne? Und wenn der Weizen der Gerste, jetzt mal gucken, was da nun wichtig ist. So, wir haben ja hier 19 ist Gras, 12 könnte man auch was aussehen. Ne, da haben wir jetzt bei uns sind also Weizen ausgesät. Weizen, Weizen. Und bei Feld Nummer 44 war es gewesen. Da haben wir jetzt auch drin, da ist Raps drin. Raps und Raps ist da unten. Und Weizen haben wir nur die 2. Und da ist von Gerste drin. 3 und 13 ist Gerste. Dann können wir theoretisch. Na gut, da kann kein Gerste rein, das ist logisch. Nur hier. Wo wir jetzt hier die Felder haben, die kleinen. Muss ich mal überlegen, ob ich hier oben dann Gerste reinbringe und hier unten nochmal Weizen. Das Grasfeld wird ja umgeflügt. Das nutze ich als Fruchtfolge. Weil ich jetzt weiß, haben wir immer viel Heu im Lager. So, das sollte eigentlich jetzt klappen im Flug. Machen wir eine Berechnung. Den alten Kurs löschen. Kursgenerierung 21. Vorgewende im Motor wollen wir mindestens 7,8 machen. Wegen dem Wenden und dem Deich, der kommt dann hier rüber. So muss das funktionieren. Zumindest einen ganz groben. Mal leicht zurück in dem ersten Punkt. So, das andere scheint zu laufen. Finde ich mir mal was, ich wieder eine Straße anfängt. Ne? Gut, besser wäre, wenn ich am Feld drauf gewesen wäre. Gut. Dann ja, die Aussaat vorbereiten, in Anführungszeichen, ne? Machen wir auch Sprint. Also die Sämaschine gleich nutzen für Feld Nummer 21 und auf, ja, können wir Weizen lassen.
Aber auffüllen wir ihn gleich. Ja, das artet in Arbeit aus, aber das ist in der Erntezeit so. Und da wir ja schon Mitte Herbst haben, wir auch die Aussaat entsprechend vorantreiben. Da haben wir morgen nicht viel Zeit für. Ein Tag, ne? So wie jetzt ja auch, ein Tag. Aber hat aber vorrangig die Ernte. Also die Ernte, oh, die Ernte, genau. Einer ist fertig geworden. Einer ist fertig geworden und den werden wir hier mal hinstellen. Wollten wir auch noch voll machen, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz so tragisch. Das machen wir. Das muss hier immer so nebenbei laufen, ne? Also die Ernte hat Vorrang vor Aussaat und Flug, sagt man so, ne? Wenn das entsprechend ja, ein bisschen nacharbeiten muss schon sein, auch wenn die Maschinen nicht so laut sind, kann man ein bisschen da ein bisschen regeln. Bisschen. Ich drossel mal auf 4 Dezibel minus, 4,3. Weil das schien mir noch letztes Mal ein bisschen laut zu sein. Musik ist immer unterschiedlich bei Titel. Was ist hier? Aber im Stumpf oder sowas. Normalerweise nicht. Das soll auch anmachen, ne? Ist doch an. Aber nicht runter. Ja. Kleinigkeiten, ne? Ach, hier, das Rohr. Das Rohr und das Baum, ne? Oder die Bäume. Das kann ja nicht funktionieren. Wenn man nur B drückt, da geht es auch hoch. Und nächstes Mal halt wieder anmachen, dann geht sie runter. Oh, ein paar Zipfel liegen hier noch. Also der erste Gedanke, wenn das nicht funktioniert, dann ist das ein Bug. Das kann doch gar nicht sein, hat vorher auch geklappt. Ja, Schweine, oh je, ja gut. Die muss ich heute noch fahren, sonst haben wir zu viel. Sobald der auch fällt, da werde ich warten, bis der andere auch fertig ist. Oder ich werde dann manuell selber ernten, dass wir Feldnummer 18 fertig kriegen. Weil da haben wir jetzt ein Problem. Ich möchte Feld 4 auf der Band arbeiten. Das ist für einen zu viel. Zwei Abfahrer natürlich, ne? Aber schauen wir mal. Ist heute noch zumindest ein Anfang. Meistens ein bisschen mehr abzufahren. Dann müssen wir halt zur Not mit dem LKW entsprechend selber aushelfen, ne? So. Rüber zu Feld Nummer 18, Junge. Eine Lücke finden bei den Bäumen. Vielleicht da zwei LKWs? Dann sind zwei gestritten, ne? Gut, das wäre nicht das Problem. Normalerweise hier. Oder die eingestellt, fällt nur wo. Das kann sein, dann ist er weltweit unterwegs, ne? Das macht aber so in dem Sinne nichts, was doch Hopfen Hopfen ist. Greifen hier manuell ein und dann Bremse. Mein Eder muss eigentlich wissen, dass Hopfen so nicht geerntet wird, ne? Also das ist eine Notlösung, weil man hier im Prinzip das
gibt es zwar eine Lösung bei der Hot, vielleicht mal gesehen. Aber wie gesagt, hier in dem Fall nicht. Schickt mal ein Signal raus, dass er kommen kann, ne? Ah, er wird schon kommen. Auf jeden Fall. Oder wir warten echt bis 90% ist oder 100% ist. Kann es ja nicht sein, ne? Ich würde jetzt nicht einstellen, weil hoffe bei Kursberg so gut geklappt bis jetzt. Audreif. Na, einer fährt. Bei mir nicht. So, 50%. Ich glaube, der ist voll. Dann werden wir gleich mal ganz frech selber ranfahren. Dass der Kollege ausgeschlafen hat, da ist ja. Jetzt mal Weihnachten. Aber viel geht da nicht mehr rein. So, das war's. Ja, ein paar Prozente. 6. So, kurz Ton weg vom Spiel. So. Hinter mir ist einer. Vielleicht kommt der jetzt angeschissen. Wenn ich 100% habe. Aber dass er nicht fährt. So. Nochmal einschalten, ne? Das ist jetzt Feld 18, das hat ja geklappt. Und warum will er nicht? Brechende Fahrt. Du warst Feld 17, glaube ich. Das ändern wir gleich ab. Mehr Graton ist in Chrom, muss gleich mit dem neu starten. So. 17. 18. So. Zeit? 12. Arbeit noch? Gut, weiter. Weiter im Geschäft. Ja. Und heute ist ja schon Freitag. Ich wünsche mal allen schönen Spaß ins Wochenende. Kleiner Hinweis in der eigenen Sache. Heute Freitag ist ein Livestream ab 18 Uhr. Da werde ich Turing-Karte spielen. Wenn ihr mal den Wunsch habt, dass ich auch die Marschbahn Turing Livestream mache, dann raus damit, ne? Dann würde ich es entsprechend umstellen. So. So. Warum will er nicht? Tank leer? Nö. Stückchen fahren. Gibt's doch gar nicht, wieso denn nicht? Berechne Fahrt. Gut, dann fahren wir mal, ne? Zur Straße. Dann kann er Fahrt berechnen.
Gut. Und tschüss. Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, heute Abend ist ein Livestream. Wenn es Freitag ist, normalerweise schon. Nee, Entschuldigung. Ist nicht Freitag. Doch, ist Freitag. Ja, doch, heute Abend Livestream. Und wie gesagt, da geht es um die Thüringen-Garde. Ja, dann noch tschüss. Ciao. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Bis später. Bis morgen. Tschüss. Oder heute Abend.